Hallo, ich bin der Samtex-Wookie und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer Folge Ride. Wir fahren Motorrad auf der Xbox One. Leute, die was mich kennen, wissen, dass ich fast alle spiele, was ein bisschen Gamertag-Punkte bringt und halbwegs Spaß macht. Ich fahre im echten Leben Motorrad und deswegen dachte ich mir, ja, warum nicht? Also aus dem Laden kaufen wollte ich das Spiel nicht. Das war mir einfach zu teuer, obwohl es neu, glaube ich, bloß, ich glaube, 45 oder 50 kostet. Ich glaube, 50 Euro kostet es neu. Also kannst du das schon günstig haben. Ich habe es gekauft. Im Laden wollte ich es nicht mitnehmen. Dann habe ich mal auf Spock geschaut, die Flohmarkt-App, und habe es hier gekauft. An dieser Stelle einen schönen Gruß an den Mars D aus Kaufbeuern. Der hat mir das Spiel angedreht. Ja, vielen Dank nochmal. Nicht, dass es sich gelohnt hat. Also das Spiel, das ist ja unglaublich. Das sollte ein Video werden, um euch abzuraten. Normalerweise macht man Videos, um das Spiel anzupreisen und zu sagen, hey, yeah, gut, schaut euch das an. Wenn das keiner anschaut, dann ist es auch okay, wenn es zwei, drei anschauen und die ich erreiche, dass die sich das Ding nicht kaufen oder dann habe ich mein Ziel schon erreicht. Das reicht schon. Ja, wie ihr von Anfang an gesehen habt, also die Ladezeiten, das ist das erste Manko an diesem Spiel, die Ladezeiten, leck mich am Arsch. Es ist ja unglaublich. Also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Wenn ein Game zum Reinmachen von der Konsole, zum Starten von dem Ding, dass es eine gewisse Zeit lang braucht, das ist ja klar. Jetzt ist jedes Spiel installiert, dass es auch dann länger braucht, ist auch klar. Aber das ist ja bei dem Spiel nicht mal der Fall. Dann ist das Spiel drin, du willst anfangen zum Spielen, dann braucht es 1,5 bis 2 Minuten, dass du das war der Startbildschirm am Anfang, fast 2 Minuten, dass du anfangen kannst überhaupt zum Spielen. So, dann hast du das Ding drin, wartest 2 Minuten und dann suchst du dir ein Spiel raus. Das ist dieser Bildschirm und das braucht nochmal 1,5 Minuten. Du wartest, sage und schreibe 1,5 Minuten bis 2 Minuten zum Anfangen, 1,5 nochmal bis 2 Minuten, dass die Spielsequenzen geladen werden, wo du fahren kannst, das sind fast 4 Minuten und dann nochmal fast Minute, bis das Game angeht. Und das ist bei jedem Rennen so. Wenn du praktisch 5 Rennen fahren würdest, dann müsstest du 25 Minuten warten. Das ist unglaublich. Das ist der größte Scheiß. Deswegen verstehe ich auch, ist der Markus froh, der Mars D, ist natürlich nicht sein echter Name, ist er wahrscheinlich froh, dass das Game weg ist. Und ich bereue es, dass ich es gekauft habe. Also das ist ja der Wahnsinn. Das ist das eine, die Ladezeiten. Und klar gibt es neue Spieleentwickler. Jetzt weiß ich nicht, von wem das Game ist. Ich müsste schnell schauen. Right, da ist es. Es ist von Schlag mich tot. Das ist die Hülle nicht wert. Ja, Milestone. Braucht kein Mensch. Also unglaublich, dieses Spiel, leck mich am Arsch. Ich kann es nicht sagen. Du wartest, wie gesagt, 5 Minuten, dass das Ding überhaupt angeht. Nach jedem Rennen hast du dieses Gedönse. Das ist echt der Wahnsinn. Du bist nur am Warten und dann ist die Grafik so behindert schlecht. Das Spiel ist so schlecht. Die Steuerung ist schlecht. Du findest nichts Gutes an diesem Spiel. Nicht mehr die Erfolge sind gut. Das einzige Gute an diesem Spiel ist, dass du keine 70 Euro dafür zahlen musst. Und wenn du 70 Euro dafür bezahlt hast, ja, dann tut es mir leid. Also entweder ist dann einfach ein niedriger Geschmack da oder du hast noch keine guten oder man hat noch keine guten Spiele gespielt, wo die Grafik halbwegs passt. Aber das Spiel, also ich allein nicht dran denke, dass ich da Geld ausgegeben habe, dass ich das gespielt habe und dass man das gekauft hat, unglaublich. Man weiß ja zum Beispiel, wenn ich ein Spiel kaufe und das ist von Sega zum Beispiel, da weiß man oben, Gottes Willen, Achtung, dann schaut man sich Videos an und wenn entweder steht man dann auf die Spiele wie das Sonic-Gedöns und so weiter, dann ist das einem recht, dann macht das einem auch nichts. Aber beim Motorradfahren, wo Rennspiele sind, die Grafik allein schon, das Bild baut sich gar nicht richtig auf. Es ist immer ein Geflacker und ein Geflimmre nach 2-3 Runden oder 2-3 Rennen. Wenn du, wie gesagt, pro Rennen 5 Minuten warten musst, fast 4 Minuten warten musst, dann tun dir die Augen weh, weil der Bildschirm so scheiße ist. Jetzt habe ich aber noch einen High-End-Fernseher, der Fernseher ist nicht schlecht. Und dann hast du dieses Gedönse hier. Also, dann ist mir im Nachhinein auch klar, warum
Warum das Spiel so billig ist, meine Güte, wenn jetzt einer ein Spiel bringt, zum Beispiel, nehmen wir das neue Black Ops 3. Jeder schimpft natürlich, viele schimpfen über das Black Ops 3 oder über das Black Ops generell, wenn sie haben hier an den Wänden lang laufen, sliden, hüpfen, fliegen, Space Shuttle mäßig und was weiß ich was alles. Viele stehen drauf, dann ist das schön und gut. Dann gibt es wieder welche, die stehen nicht drauf, ist auch schön und gut. Viele wollen halt einfach den normalen Shooter, sprich MW3 oder sowas. Kann ja jeder seine Meinung haben, ist ja schön und gut. Aber wenn du dann weißt, es kommt ein Black Ops raus, die Entwickler sind immer die gleichen, da weißt du, die Grafik passt einfach, da passt einfach dann fast alles. Ob es Geräusche sind, ob Bewegung ist, ob Steuerung ist, da passt es einfach. Das ist einfach, macht dann trotzdem Spaß, ob es einem dann gefällt oder das Spiel mag, ist er dahingestellt. Aber bei diesem Spiel, da kriege ich Augenbluten vom Zuschauen. Unglaublich. Jetzt hätte ich gesagt, wer mir nicht glaubt, schreibt mir bitte eine Nachricht, wenn das überhaupt Leute anschauen nach diesem Ladebildschirm am Anfang, kann ich es verstehen, wenn es keiner tut. Schreibt mir bitte eine Nachricht, wenn einer die Xbox One hat, der kann von mir dieses Spiel haben. Ich werde noch ein paar einzelne Erfolge machen, das sind leichte Erfolge, zum Beispiel kaufe 5 Motorräder, kaufe 10 Motorräder, kaufe 15 Motorräder, solche Sachen, und dann rühre ich das Ding nicht mehr an. Kein Fake, wer von mir das Spiel haben will. Natürlich jetzt nicht hier abzockemäßig oder so. Wenn es da Kiddies dabei sind, die was eine Xbox One haben, vielleicht nicht so viele Spiele haben oder sowas, lass es mich wissen. Schreibt es mir eine Nachricht, was weiß ich, dir gefällt das Game oder irgend sowas, dann wirst du von mir das Spiel bekommen. Wenn jetzt natürlich mehrere Leute kommen und das Video anschauen und sagen, hey, ist doch nicht so schlecht, was hast du? Ja, dann ist es so. Geschmäcker sind verschieden. Ich habe schon wesentlich Besseres gespielt. Also das ist, ich habe auch schon Schlimmeres gespielt, aber dann sind das keine Rennspiele. Das dazu, ich wollte eigentlich nur dieses Video machen, um meinen Frust ein bisschen gut zu tun und euch abzuraten von diesem Spiel. Dann schaut euch mal das an. Das ist eine leichte Schwierigkeitsstufe. Du machst einen Fehler. Ich werde das Ding zwar gewinnen, du machst einen Fehler, aber dann hat der Hoden dich wieder. Dann fährst du 3 Runden. Verlierst du vielleicht das Ding, dann musst du das nochmal machen, du musst dann pro nochmal 4-5 Minuten laden, also da drehst du ja durch, das ist ja unglaublich, da, schau, und er fährt trotzdem weiter, dann stopp ich und fährt weiter, du machst, verbremst dich einmal und dann liegst auf der Gosch. Jetzt werden vielleicht welche sagen, ah, wenn das Spiel so scheiße ist, warum soll ich es dann kaufen oder warum soll ich es dann holen, wie gesagt, brauchst du ja nicht. Dir gefällt das Game, du willst es haben, willst auch kein Geld nicht ausgeben, bist jetzt nicht so erwerbstätig, sage ich jetzt mal, dass du es dir vielleicht nicht leisten kannst, schreib mir und ich lasse dir das Spiel zukommen. Kein Witz, so machen wir das hier. Ja, dann war es das auch schon. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und kein Weit kaufen, bloß nicht kaufen, warten, bis der Beiß unten ist, bis ihr das Geschenk kriegt oder bis es auf der Straße irgendwo rumflackt, weil es keiner mehr haben will. Das wird wahrscheinlich kommen, weil das Game einfach so schlecht ist. Das einzige Gute an dem Spiel sind die Namen hinten drauf, welche Motorräder du fahren kannst, aber das war es dann auch schon. Der Rest ist einfach schlecht. Das ist, ja, man kann es nicht erklären, man muss es gesehen haben. Entweder habt ihr es und ihr findet es gut, dann ist es so, oder ihr habt es nicht und ihr wollt es haben, schreibt es mir, überzeugt euch davon, ihr kriegt von mir das Game und ja, so ist das. Also, ich wünsche euch viel Spaß und kein White kaufen, lasst es euch schenken und so weiter. Ciao, euer Wookie.